Und herzlich willkommen zu Android Tutorial Nummer 8. Wenn ihr uns bald erzählen, nur noch eine Folge, dann ist es endlich soweit, ein klitzekleines Jubiläum. Ja, steht für mich an oder für euch auch. Ja, und zwar geht es heute darum, wie ihr in der TeamSpeak App den Errorcode fixen könnt. Ich weiß jetzt den nicht auswendig, auf jeden Fall stehen dann dort in Insufficient Rights. Das heißt, ihr habt nicht die Rechte, darauf zuzugreifen. Wenn ihr jetzt euer TeamSpeak geht und da eben auf euren Server klickt und dann auf euren Klienten. Ich kann das halt leider nicht zeigen, da immer wenn ich eine Aufnahme starte, während der Aufnahme dieser kritische Fehler kommt. Wenn ich keine Aufnahme mache, dann ist das nicht da. Es kann vielleicht sein, dass es einfach nicht, TeamSpeak einfach nicht will, dass es hier aufgenommen wird oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich das leider nicht so zeigen. Ja, ihr geht auf eure Teamspeak, geht auf hier ein Server und dann auf einen Klienten und dann kommt diese Fehlermeldung. Ja, was müsst ihr tun? Das liegt einfach daran, dass die Identität nicht erkannt wird, das heißt, ihr habt keine Rechte auf den Server zuzugreifen. Ihr müsst dann eure Identität extrahieren. Dazu geht ihr auf euren PC. Ich hoffe, ihr habt alle Teamspeak auf eurem PC. Da geht ihr dann auf Einstellungen und auf Identität. Wenn ihr auf Identität seid, könnt ihr dann ganz runter scrollen oder ganz, das ist, müsst ihr nicht runter scrollen, das steht unten dran, seht ihr dann eure ID, also das ist dann so eine ganz lange Zahl. Daneben müsst irgendwo extrahieren stehen. Das heißt, es wird als Datei extrahiert. Am besten extrahiert ihr es auf dem Desktop. Dann findet er es nämlich gleich wieder. So, dann müsstet ihr einen File auf dem Desktop haben, das heißt dann irgendwie id.ini oder so, das heißt, es ist eine .ini-Datei. Die müsst ihr dann auf euer Handy ziehen, da gibt es zwei Wege, entweder ihr packt sie einfach auf per euer, mit eurem Programm, was ihr auf dem Computer habt, für euer Handy, euer Handy oder ihr schickt einfach per E-Mail, das ist viel leichter. Einfach per E-Mail senden, dann in euren Handy die E-Mail aufmachen, auf das File klicken, das wird dann kurz runtergeladen in einem Downloads oder gespeichert und dann habt ihr es gleich. So, mehr müsst ihr dann nicht machen. Dann geht ihr einfach auf eure TeamSpeak App drauf und ja, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht zeigen. Oben hier, oben rechts, neben dem Schraubenschlüssel, seht ihr im Moment, ich mache mal eben die Berührungen an. Entwickleroptionen an. Bla bla bla. Berührungen anzeigen. So. Wenn wir jetzt hier auf unser TeamSpeak gehen, sehen wir hier oben. Hier oben sehen wir diesen. Da müsst ihr draufklicken. So, dann seht ihr eure Identität, mein Gott, steht dort irgendwie Android Default. Und dann müsst ihr hier unten klicken, da wo neuer Favorit hier jetzt hier steht, steht normalerweise dann, steht dann hier dort so ein kleiner Pfeil. Da müsst ihr draufklicken, da wird automatisch in eure SD-Karte nach diesen, nach INI-Files gesucht. Da müsst ihr euer entsprechendes INI-File auswählen und es festsetzen. So, dann, wenn ihr dann wieder startet, müsst eigentlich wieder alles ganz normal laufen. Sollte es nicht so sein, schreibt es mir einfach in die Kommentare und ich werde schauen, was ich für euch tun kann. Ja, oder schreibt mir per private Mail oder keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall lasst eine konstruktive Kritik da, wenn ihr was zu verbessern habt. Daumen hoch oder Daumen runter oder vielleicht sogar ein Abo. Ja, und damit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Stay tuned and ciao, bye bye.